Wir rocken dein Projekt, die Outdoor-Küche von Sven aus Speyer. Oliver Naczynski aus Obersulm ist unser Experte. Ihr habt die Außenplatte, die Platte komplett neu aufgebaut, damit sie Winter-, Wetter- und wasserfest wird. Wie habt ihr das gemacht? Erklär uns das ganz kurz mal. Also im Prinzip haben wir es so gemacht, wir haben die alte Holzplatte, wie schon gesagt, entfernt komplett. Ja. Haben eine neue Unterkonstruktion gebaut aus einer Seekieferplatte. Die Seekieferplatte haben wir zusätzlich dann mit dem Spezialhaftgrund versehen. Mit Quarzgrund. Darauf haben wir dann. Das ist quasi so eine Verbindung, um was zu kleben, oder was? Richtig, im Endeffekt ist eine Grundierung dafür, dass einfach auf der Flächenoberfläche der Holzseite die ganzen Oberschichten besser haften da drauf. Okay. Haben danach dann, wie gesagt, den ersten Kleber aufgetragen, um die Entkupplungsplatte zu befestigen. Die ist aus was? Stoff, ne? Das sind so einzelne Faserstoffe, ja, die einfach verhindert, wenn sich das Holzmaterial bewegt und Holz arbeitet, ja, dass ein Echtholz ist, damit die obere Fläche, also in dem Fall unsere Fliesen, keine Risse bekommen, keine Rissbildung in den Fugen entsteht und so weiter. Ganz clever. Genau. Ne? So ein Riss ist ja echt unangenehm, richtig, zumal dann Wasser reinläuft. Und dann ist das gleiche Thema wieder wie vorher. Genau. Und ganz zum Schluss dann? Und ganz zum Schluss, nachdem die Entkupplungsplatte drauf ist, ebenfalls für den Schnellkleber aufgetragen. Mhm. Und jetzt werden wir dann... Holz. Nein, ist eine Fliese. Das ist eine Fliese. Sieht aus nur wie Holz. Holzoptik. Guck mal, und wenn du rüber kratzt, es fühlt sich sogar an wie Holz. Ja? Richtig. Genau. Wahnsinn. Klasse. Wichtig, ganz wichtig, das Gefälle darf man nicht vergessen. Genau. Wie hast du es hier gemacht? Im Prinzip haben wir es ja so gemacht, da ja die Outdoor-Küche zur Hälfte ungefähr, also sagen wir mal ein Drittel, im ständigen Regeneinfluss steht, haben wir Vornkante eben eine Fläche gemacht, ja, zum Abstellen der Töpfe, Teller und so weiter, dass man alles drauf abstellen kann. Und nach hinten zu haben wir knappe 3% Gefälle hingemacht, damit das Wasser einfach, wenn es drauf kommt, nach hinten ablaufen kann. Okay. Mit der Wasserwaage gemessen. Genau. Die Zentimeter ausgemessen. Richtig. Und dann ganz genau ein schönes Gefälle. Genau. Super. Danke für deinen Expertentipp. Gerne.